So Leute, wenn die Nase hier keinen Eindruck macht, dann weiß ich auch nicht. Und damit herzlich willkommen in einem neuen Video. Und zwar bin ich heute bei Klaas, bin eingeladen mit ein paar anderen Creatern, relativ kleiner Kreis. Und wie ihr wisst, wie ihr auch bei unserem Podcast erfahren habt, habe ich mit Jan auch schon im Podcast gesagt, dass wir ultra gerne mit dem einmal fahren möchten, weil er rausgekommen ist. Und da muss er auch sagen, irgendwo kommt das Kind in einem ja doch durch. Oh, große Maschinen, große Traktoren, ist trotzdem irgendwie immer bewundernswert. Und jetzt fängt es hier wirklich furchtbar an zu regnen. Und jetzt gehe ich erstmal in die Kabine und dann stellen wir euch das Ding mal von innen vor, bevor wir noch einmal nach draußen gehen. So, ich hatte gerade das Glück, schon einmal den auf der Straße zu fahren. Wir sind da auch wirklich los und habe dann auch direkt gesagt, wie sieht's aus, kann ich auf der Straße fahren? Ja, alles klar. Also wie fährt sich der auf der Straße, können wir gleich nochmal sehen. Kann Max nochmal ein bisschen einblenden. Schöne Kabine. Was natürlich krass ist, wie groß die Nase hervorsticht. Der fährt 40 oder 50? 40. 40. Reicht auch. Fährt 50. Ja. Kann man den auch als Radmaschine bestellen? Also ich für den deutschen Markt, ist halt vorgesehen Terratrack. Ja. Mit halt dann entweder halt den 67er Bänder oder halt mit dem breiten 860 Bänder, dass wir dann halt 3 Meter Arbeitsausbreite halt haben. Der fährt aber schon wuchtig, muss man ehrlich sagen. Gut, man ist ja vom Serion dieses wuchtige Fahren gewohnt. Man kennt das auch teilweise so ein bisschen, dass die Maschinen so beim Fahren sich so ein bisschen aufwippen. Ja. Der wird es wahrscheinlich nicht hier so machen, weil das kommt ja auch ein bisschen durch die Räder. Wir müssen abbiegen? Nee, aber mal gucken, dass wir nicht hier noch ein Auto wegnehmen. Nein, also die Räder, klar, es ist kein Balken der Räder. Es ist halt einfach nur, wir sind auf Terratrack unterwegs, das halt auch gefedert ist, plus gefederte Kabine. Wir haben halt auf 4 Federbeinen auch die Kabine gefedert hier, wo halt ja der Fahrkopf auch für den Fahrer ganz klar im Mittelpunkt ja auch besteht. Ja. Weil, wie du schon sagtest, weil ja, normal Serienwalken ist dann halt das Thema, ja, durch den Reifenbalken, durch die Gewichtsverteilung dann halt, das ist halt. Ja. Den habt ihr aber tatsächlich als Standard Zugmaschine entwickelt. Das heißt, der ist auch nicht so als Trägerfahrzeug gedacht, wie so ein Saddle Truck oder so. Ist tatsächlich eine reine Zugmaschine, so wie man die 4-Raupen-Fahrzeuge auch von anderen Herstellern kennt. Genau, vollkommen richtig. Also wir haben den komplett jetzt nur nicht als Systemträger, also dass wir den Truck VC, wie wir halt beim normalen Serien auch hatten, dass wir halt die Kabine drehen können, zum Dilo schieben, Gras mähen, aber hinter dem Träger hinterher. Also wir haben komplett diese Maschine so entwickelt, dass sie halt als Zugmaschine ist. Ohne Kabine drehen. Hinter uns, hinter der Kabine, kann man vielleicht gleich mal sehen noch, ist halt der Dieseltank. Wir haben insgesamt 1400 Liter Diesel an Bord für lange Arbeitstage. Des Weiteren können wir halt hinter dem Dieseltank dann halt noch die Maschine aufballastieren. Wenn ich jetzt halt über Zugkraft, wenn ich keinen Zugkraftverstärker habe, wenn ich die Kraft über den Reifen zum Beispiel oder die Kraft, die ich auf den Boden kriege, kann ich halt vorne aufballastieren. Wir haben 1800 Kilo Grundgewicht vorne und hinten haben wir die Möglichkeit, ein Grundgewicht von 1000 Kilo. Und dann, wie wir bekannt, ist halt die 400 Kilo Platten vorne wie hinten drauflegen, wie wir halt normalen Treckers auch erkennen oder beim normalen Serion. Ja. Können wir grundsätzlich, wie ich da roundabout, 25 Tonnen. So können wir halt dann bis halt ja, 29 Tonnen aufballastieren, um halt dann in der Bedingung halt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, 25 Tonnen, extrem viel, ist eigentlich genauso der Rahmen, wo auch alle anderen farbigen Fahrzeuge in der Kategorie, in der Leistungsklasse liegen. Das muss man sagen. Und wir haben auch tatsächlich was Interessantes, einen neuen Grubber von Horsch. Wie heißt der? Fortis hinter. Noch gar nicht gesehen. Da können wir nachher noch mal einmal hingehen und uns den angucken. So, neben mir sitzt er. Robert Dahlmeier, ich bin bei Klaas in der Verkaufsförderung tätig. Ja, und sind heute mit dem wunderschönen Fahrzeug hier unterwegs in Erwitte. Wir wollen hier ein bisschen die Flächen ein bisschen schwarz machen. Genau, wir sind schon ein bisschen auf der Straße gefahren, haben uns da ein bisschen schon über unterhalten. Max wird jetzt so nett sein und das Stück für Stück immer dazwischen schneiden, wenn das passt, Max. Und ja, wir gucken uns das an. Der Grubber, der hinter ist 8 Meter, so wie er aussieht. 9 Meter. Ja, gut, muss ja auch ein bisschen schaffen hinter so einer Maschine. Okay. Wir haben hier den 12.650. Ist es der einzige in der Serie? Also wir haben jetzt einen 12.650. Ja. Und halt den kleineren 12.590 dann halt. Ah, okay, genau. Das wollte ich wissen. Es gibt 2 Modelle. Genau. Wichtig für alle, ich habe das in der Vergangenheit schon ein bisschen bei den Kommentaren bei der Profi und so gelesen. Die 4000er, 5000er bleiben unberührt. Die behalten ihre Drehkabine, da bleibt alles beim Alten. Es ist sozusagen eine neue Serie entstanden, die einen komplett anderen Markt bedienen soll. Die sollen nicht die Siloschieber bedienen und diesen VC, also dieser Satteltrack, das soll nicht bedient werden. Das ist tatsächlich hier eine reine Zugmaschine und hier geht es wirklich nur um Zugarbeit.
Genau. Also hier, wir können die Kabine nicht mehr drehen. Wir haben hinter der Kabine haben wir Dieseltank fast 1400 Liter. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Maschinen halt auszuballastieren, dass wir halt hinter der Kabine auch Ballast aufballastieren können. Das waren 1000 Kilo Grundgewicht plus vorne 1800 Kilo Grundgewicht vorne und dann halt mit 400 Kilo Platten dann halt aufballastieren können. Genau. Jetzt haben wir das gewohnte Bediensystem des CEBIS. Ist komplett gleich geblieben. Komplett gleich. Hier ist das CEMIS, ne, genau dazugekommen. Und im Prinzip euer eigens entwickeltes Autopilotsystem, genau, oder euer entwickeltes Autopilotsystem dazu. Und ja, dann fahren wir mal los. Gewohnt. Geht noch nicht? Doch. Du musst gucken, wo wir losfahren. Der hat serienmäßig Allrad, richtig? Ja. Weil die Taste ist ja nicht mehr vorhanden. Genau, jetzt hat es natürlich hier so ein bisschen geregnet. Ist jetzt nicht so vielleicht ein Tag, wo man direkt losfahren würde mit einer Landmaschine. Aber wenn man Videos dreht für Landmaschinen, kann man sich das manchmal ja nicht aussuchen. Wir sind, also ich bin 700 Kilometer hier angereist. 600, 700 Kilometer müssen es unbedingt sein, ungefähr sein in dem Dreh. Und das Ding kann die Schare einzeln hydraulisch klappen. Ja. Das heißt, theoretisch kann ich einzelne unten lassen, einzelne oben lassen? Nein, also ich habe die ganze Batterie, kann ich halt dann runterklappen. Oder halt die ganze Batterie der Schare hochklappen, dann für den Straßentransport. Und für die Untenanhängung, dass ich mit halt ja Bodenfreiheit auf der Straße habe. Und halt, dass er nicht zu breit übersteht. Aber theoretisch könnte man ja mit Absperrhähnen das so machen, dass man auch nur bestimmte Reihen auf- oder zumacht. Ja. Könnte man, theoretisch. Ja. So, jetzt einmal einen Vorwärtsgang reinmachen. Das macht man hier tendenziell so, indem man die Taste drückt, nach vorne tippt. Dann rollen wir hier an. Geht der schon im Boden? Ja. Und haben wir Tempomat schon? Ja, haben wir GPS. Haben wir noch nicht. Wir haben noch nichts. Wir fahren mal darüber, da kommt uns so ein kleiner entgegen. Was natürlich toll ist, muss man sagen, in der PS-Klasse, in dem Segment, ist natürlich stufenlos. Ja. Stufenlos ist einfach für den Fahrkomfort immer eine ganz tolle Sache. Wie effizient das gegenüber einem Schalter ist, das müsst ihr als Hersteller beantworten oder ob das müssen andere Institute beantworten. Aber tendenziell habt ihr nicht den Ruf, dass eure stufenlose Getriebe schlecht ziehen. Ganz im Gegenteil, kann ich euch sagen, die ziehen eigentlich gut. Also der Vorteil ist halt vom stufenlosen Getriebe, dass der Fahrer halt nichts verkehrt machen kann. Die Maschine arbeitet halt immer im optimalen Zustand. Das heißt, Motorgetriebe ist optimal aufeinander abgestimmt. Ich fahre nicht zum hohen Gang oder zum niedrigen Gang. Und so bin ich halt immer effektiv halt mit der Maschine unterwegs. Heißt, machen wir noch eine AB-Linie vielleicht mal. Quick AB unten rechts. Ja. Das? Ja. Dann einmal. Einfach geradeaus fahren? Ja. Ah, tatsächlich. Also diese Funktion habe ich schon so oft gesagt, dass mir die bei anderen Herstellern fehlt. Dieses Quickline, wie es bei John Deere heißt, hier einfach eine Taste drücken, dann bekommt man eine AB-Linie, 50 Meter geradeaus fahren. Und genau, jetzt hat er die erstellt, jetzt drücken wir hier die Autopilot-Taste und schon fahren wir hier geradeaus Spur an Spur. Hier neben uns Axion TerraTrak, den kennt ihr auch aus meinen Videos schon. Also aber wie schweben in dem Ding, ne? Donnerwetter. Donnerwetter, ist das geschmeidig. Ja, jetzt merkt man gleich am Vorgewinde wirklich, wenn man jetzt durch die Fahrgassen mal fährt. Wollen wir ein bisschen langsamer gucken, wie die Jungs da drehen. Wo hast du runter und hochheben? Auf dem ersten? F10 ist hoch. Ah, F10 ist hoch. Einfach lang tippen, festhalten. Oder? Ja, auf festhalten. Unten bleibt alles unten. Ach, tatsächlich, es bleibt alles unten, man hebt die Schare aus. Genau. Ah, okay. Aber dann dreht man um. Ja gut, man braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Ölleistung, damit das auch alles zügig und schnell geht. Ja, wir können ja bei dem Zeron jetzt halt bis maximal 540 Liter Ölmenge hier generieren. Das heißt, wir haben bis maximal 3 Pumpen, die halt maximal 540 Liter Öl bringen. Und das dann halt für die großen Airseeder oder halt für große Arbeitsbreiten, wo wir halt in Zukunft auch mehr Ölmengen brauchen, um halt zum Teil auch von der Zapfwelle wegzukommen, um halt dann hauptsächlich halt ja über den Trecker dann halt die Ölmenge zu generieren, zu fahren. F9 ist dann wahrscheinlich da unten. Genau, wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen drunter unterhalten. Und zwar
der soll natürlich nicht hauptsächlich für den deutschen Markt sein, hier diese Maschine, sondern die ist natürlich auch für den amerikanischen Markt, für den osteuropäischen Markt, wo natürlich diese Maschinen in ganz großer Stückzahl auch gefahren werden, wo das auch viel, viel interessanter werden. In Deutschland habt ihr vorhin gesagt, ungefähr 45 Stückzahlen ist der gesamte Bedarf an diesen großen Traktoren, was natürlich nicht sehr viel ist, aber weltweit ist es natürlich eine Sache. Und dann ist natürlich Fahrkomfort, muss man sagen, Kabine ist wirklich groß geworden. Also ich bin 1,85, Leute, und selbst wenn ich wollte, komme ich nicht an die Scheibe an. Ja, die Fußrasten in beiden Seiten, geradeaus und da. Genau, ihr habt die Kabine. Erzähl mal ein bisschen was über die Kabine. Ja, die Kabine haben wir jetzt 27 cm nach vorne gesetzt. Das heißt, die Kabinendach ist eigentlich gleich geblieben, aber die Frontscheibe ist komplett gerade. So wie man es vom Mähdrescher kennt, ist sie halt eher gewölbt nach hinten, dass ich halt eine bessere Übersicht halt auch rechts und links auf Schneidweg habe. Aber mit Sermon brauche ich das nicht. Also haben wir die Kabine halt die Scheibe vorne gerade runtergezogen, um dort halt dann mehr Beinfreiheit, mehr Raumgefühl, mehr Komfort für den Fahrer zu generieren. Genau, und da sieht man auch definitiv, die ist wirklich, du steigst hier ein, ist riesig. Wenn man sieht hier meine beiden Rucksäcke, die da am Eingang stehen, das ist natürlich deutlich, ihr habt die deutlich mehr, ihr habt den Sitz auch ein bisschen anders gestaltet, generell, wie man das aus dem Jaguar kennt. Das sieht deutlich wertiger aus, muss man ehrlich sagen, als das, was man bis jetzt kennt. Und dieses Kühlfach ist verschwunden, was ich nicht schlecht finde, weil mir persönlich hat schon öfter mal das Häckselaggregat ausgemacht, aufgeklappt, fällt was raus. Und von daher finde ich das sehr, sehr gelungen. Jetzt kann man gleich wieder am Vorgewende wirklich merken, wie sich der Trecker halt dem Bodenverhältnis anpasst. Wir haben jetzt hier Fahrgassen, die aufgerissen wurde. Ja, gibt einen kleinen Wipp, dann sind wir durch die Fahrgasse durch. Und wollen wir mal hier ausheben? Ich will auch nicht da unten den kleinen Twitch-Farming umfahren. Ja. Wir können ja mal einfach mal einmal im Vorgewinde einmal nur einen Bahn fahren, einmal hinten, dass man mal das Gefühl kriegt. Genau. Also das natürlich auch mit Raupenlaufwerke. Da möchten wir gleich auch noch draußen noch mal was demonstrieren, wie schön die auch über Kanten gleiten. Gerade die Raupenlaufwerke, muss man sagen, von Klaas sind da wirklich hervorragend gefedert und sind nicht wie ein Klotz. Das heißt, ihr merkt selber, klar, das wippt so ein bisschen, das wackelt ein bisschen. Aber hier würden wir mit einem Standardschlepper deutlich döller durch die kleinen Gassen fahren. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben halt verschiedene also das Lenkprogramm, wie man es halt auch kennt. Ja. Wir haben jetzt halt hier die Lenkprogramm halt mit Dynamic Steering, dass wir halt komfortabler lenken können. Das halt leichter für den Fahrer ist, Vorgewende halt umzudrehen, mit weniger Lenkradumschläge und genau. Halt komfortabler. Also für die Leute, die sich jetzt nicht drunter vorstellen, wir stellen das hier um und jetzt ist eine Lenkbewegung viel, viel mehr Lenkradius, wie ihr das seht. Also ich brauche jetzt nur noch minimal hier einschlagen und schon lenkt der wie Teufel. Gut, wir gucken uns den nachher nochmal, wenn er steht. Lassen wir erstmal die anderen fahren, wenn er steht, dann gucken wir uns den nochmal von außen an. Ich mache nochmal ein paar Aufnahmen von außen und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns draußen nochmal wieder. So, jetzt sind wir hier draußen, wir sind ja vorhin schon eine Runde gefahren. Ist schon ein schönes Fahrzeug. Ihr habt vorhin noch gesagt, bei der Vorstellung, ihr habt quasi das Raupenlaufwerk neu entwickelt. Ist ja auch ein Terratrack, so wie es bei euch heißt. Aber ihr habt ja vorher noch keine, doch ihr habt schon dreieckige gebaut bei dem anderen Serion-Truck, ne? Also wir hatten, Vorsicht da so, vorher waren es halt Zulieferer. Ja. Zulieferer, Anbauteile, Dreiecksraupen. Diese halt, die wir von Tuttbeck bekommen haben. Und jetzt haben wir ja mit dieser Maschine halt jetzt Eigenproduktions-Dreiecksraupen. Was ist der Besonderheit? Wir sind halt seit 25 Jahren im Bereich Terratrack unterwegs. Wir haben jetzt 25 Jahre Terratrack angefangen auf Mähdrescher, über Häcksler, jetzt auf dem Trecker. Und jetzt haben wir halt auch Terratrack auf dem Serion als Dreiecksraupe. Beim Trecker und beim Mähdrescher ist es so, dass halt das Raupenlaufwerk gespannt wird über einen Zylinder. Und hier ist es so, dass wir halt wirklich einen Kraftschluss haben über halt die einzelnen, einzelnen Klötze. Diese Klötze packen halt in die Speichen halt rein.
um dort halt dann die 650 PS, wie wir hier haben, halt wirklich auf den Boden zu bringen. Genau, also um das nochmal für die Zuschauer ein bisschen vereinfacht zu erklären, also hier habt ihr tatsächlich so ein bisschen wie ein Zahnrad. Richtig. Und richtige Klötze, die reingreifen und weiterdrehen. Und beim anderen TerraTrak, zum Beispiel beim Axion, macht ihr das über Bandspannung. Ihr habt ein glattes, so wie hier, halt ein glattes Band und das dreht ihr, aber das ist ständig auf Spannung, sodass ihr da die Kraft übertragen könnt. Über, ne? Haftreibung dann halt. Genau, über Haftreibung, genau. Und hier habt ihr halt richtig den Eingriff und ihr greift in 8 Zahnräder richtig rein, ne? In 8. 8 Klötzen. 8 Klötzen, so sagt man das. Okay. Genau. 8 Klötzen greifen wir rein und haben dann halt hier unten halt unsere bekannten Rollen, TerraTrak-Rollen ja auch, die halt dann pendelt gelagert sind. Und darüber haben wir halt eine optimale Bodenanpassung. Ja. Halt, was ich, ja, man sieht es ja halt, wir sind im Jahr 2023. Im Frühjahr waren halt große, ja, Fahrgassen in ein Vorgewände reingeballert worden beim Güllefahren und da ist halt dann, dass das TerraTrak sich wirklich optimal halt auch an den Bodenverhältnis anpassen kann. Okay, gucken wir noch mal ein bisschen nach hinten. Was mir schon ein bisschen bei den Drohnenaufnahmen aufgefallen ist, das ganze Gerät hat eine Zentralschmierung. Ja. Was schmiere ich damit komplett ab? Die Lenkung und das TerraTrak oder wie sieht das aus? Sind die, halt, die Komponenten sind halt angeschlossen, wie die Achsschenkel, sind dann halt dann das TerraTrak mit angeschlossen. Also alles, was halt für Fahrer im täglichen Doing eigentlich täglich abschmieren müsste, sollte, ist dort halt angeschlossen. Genau. Was ich hier noch sehe, tatsächlich auch eine Gelenkwelle. Das heißt, der Vorzeigelohner, der kann natürlich auch sein 30-Kubik-Fass mit so einem Teil hier fahren. Genau. Wenn das Portemonnaie ausreicht. Genau, wir haben halt hier eine Zapfwelle dran, die man halt auch aus einem anderen Zern kennt, 1000er Zapfwelle, wo wir halt dann Anbaugeräte halt auch mit betreiben können. Besonderheit ist halt hier bei der Maschine eigentlich auch, dass wir halt bis maximal 540 Liter hydraulische Ölleistung generieren können. Da sieht man halt zum Teil, hier sieht man zum Beispiel, das ist ein 3/4 Zoll Ölanschluss. Normale Ölanschlüsse sind halt die Halbzoll, die man im normalen täglichen Dealing kennt. Das sind halt 1, 2. Diese beiden Steuergeräte sind halt die normalen Ölanschlüsse. Und halt 3 und 4 hat dann halt 3/4 Zoll, dass ich halt noch mehr Ölmenge ins Gerät reinkriege. Genau. Für die Leute, die sich jetzt fragen, wofür braucht man so viel Öl? Im amerikanischen Raum gibt es sehr, sehr große Geräte. Und die brauchen eine Menge Öl, gerade die großen Drillmaschinen mit ihren 12 Meter, 15 Meter, 20 Meter Arbeitsbreite. Ne? 36 Meter. 36 Meter. Bis dahin. Und dann schauen wir uns einmal den Kühler an. Den finde ich sehr imposant, aber einfach nur, weil er imposant ist. Ja, wenn ich mich daneben stellen soll. Also ich bin 1,80 Meter groß. Das ist schon eine Kühlerfläche. Die Kühler sind bei dem Zeron halt übereinander gelegt. Wenn man es normal kennt, beim Trecker sind die voneinander geklappt und beim Zeron sind halt die vorderen Kühler, die Kraftstoffkühler, dann halt Vorderachse, Hinterachse und halt Pumpenverteilergetriebe, die kleineren. Zur Wartung, halt. Wie klappe ich den auf? Brauche ich nicht. Also ich habe halt die Möglichkeit, oben in den Armlehnen habe ich Knopf, ja, dass ich halt dann den Lüfter reversieren kann, ja, dass halt er die ganze Luft halt wieder rauspusten kann oder den Schmutz, den Dreck. Ja. Dann halt wirklich aus. Genau, also so Wartung, Zugänglichkeit, sagst du, man braucht da im Prinzip gar nicht mehr groß an den Motor oder so ran. Nein. Gut. Aber wenn du sagst, also klar, man kann auch reinpusten, von innen nach draußen geht sowieso nicht, außer reversieren, ne? Genau, also es ist ja der normale Luftzug, ist ja, der zieht vorne an, ja, und pustet halt nach oben wieder raus. Wo sitzt der Luftfilter? Der Luftfilter sitzt oben drauf. Aha. Aber die sind ja halt wie bei anderen Maschinen halt auch eigentlich zum Teil, also eigentlich alle mittlerweile wartungsfrei. Das heißt, die wird ja eh nicht mehr empfohlen, halt die auszupusten. Die werden halt dann zu, je nachdem, zu den einzelnen Inspektionenintervalle dann halt getauscht. Okay. Aber man sieht da oben noch, da oben, wo die Ruhe Glas ist, da oben sitzt er dann halt. Ja. Da sitzt der Luftfilter. Auch rausnehmbar, keine Frage. Wenn man wirklich dann in Bedingungen unterwegs ist, wenn es wieder 3 Monate 35 Grad ist in Brandenburg oder in Mecklenburg, dann ist dann halt, dass man halt wirklich auch nochmal ausklopfen kann. Hier haben wir noch ein kleines Feature. Ja, das ist wirklich ein kleines Feature. Das ist noch ganz nett, dass du das zeigst. Werkzeugkiste. Wasser und Seife. Wasser und Seife. Ja. Wassertank kann ich hier an der Seite halt öffnen. Kann halt Hände waschen. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, ist eine Werkzeugkiste verstaut. Ja. Werkzeugkiste und hier unten runter halt, die meisten immer irgendwo rumfliegt, ja, habe ich meine Fettpresse in einem Milieu, wo es halt ruhig dreckig werden kann. Weil man kennt das ja, die Fettpresse ist immer irgendwie schmutzig, dreckig. Das ist so. Wenn das halt mit der Werkzeugkiste rumfliegt, dann ist mir alles dreckig. Genau. Luftanschluss, wenn man hier doch nochmal auspusten, ja, möchte, genau, kann man machen. Viele denken sich wahrscheinlich, was macht das Drahtseil hier?
ja, genau, man kann es aber schon mal sagen, viele der Zuschauer gucken auch amerikanische Kollegen, die haben alle die dicken Dinger dran. Ne? Also es kommt hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum, wo solche Dinger sich auch öfter mal tatsächlich mal festsitzen mit einer 36 Meter Drillmaschine hinter, ist auch sowas kein Problem und dann bindet man die daran an. Genau, dass ich halt die Kraft auf die ganze Maschine bekomme und nicht nur hier vorne in den kleinen Bolzen. Genau. Dass ich halt die Kraft auf die ganze Maschine. Weil man muss sagen, diese Maschinen werden oft mit gleichwertigen Maschinen rausgezogen. Ja. Das heißt, 600 PS werden mit 600 PS oder zweimal 600 PS rausgezogen. Und da will man natürlich nichts kaputt machen. Und ja, wie doll soll etwas hier verschweißt werden, um das nachher bis zu 1000 PS standhalten können? Genau, ne? Ganz genau. Gut, jetzt aber. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Max, kannst du jetzt mal zu Farming ranzoomen?